Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Zyklus von Mut zur Nachhaltigkeit. Ich darf Sie begrüßen im Namen des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, des Umweltbundesamts, der BOKU und diesmal auch der Uni Wien und natürlich wie immer Österreich 1. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei allen Unterstützern dieser Initiative, bei der wir uns mit Zukunftsfragen auseinandersetzen, mit Fragen der Nachhaltigkeit. Die Sustainable Development Goals sind auch dieses Jahr und in diesem Zyklus das Motto. Und wir fragen uns in dem Zusammenhang und versuchen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, wie denn die Sustainable Development Goals zum einen erfüllt werden können, aber ja nicht zu ihrem Selbstzweck, sondern sodass also möglichst viele Menschen in Zukunft und möglichst auch in jetzigen Parallelgenerationen eine gute Zukunft vor sich haben, eine nachhaltige Zukunft vor sich haben. In diesem Sinne diskutieren wir immer wieder und weil wir gerne diskutieren und gelernt haben bei unserer letzten Veranstaltung, dass es wichtig ist, dass wir nicht unter uns alleine bleiben, sondern schauen, dass wir unsere Gruppen, die uns nahestehen, sozusagen infizieren mit der Idee einer nachhaltigen Entwicklung. Freue ich mich ganz besonders, dass wir unsere Gruppe vergrößern konnten und daher bedanke ich mich ganz herzlich noch einmal bei der Uni Wien, insbesondere dem Institut für Politikwissenschaften und dem Postgraduate Center der Uni Wien, dass wir sie als Partner und Partnerin gewinnen konnten. Und ich darf nun Alina Brath bitten, uns, wenn ich das so frech sagen darf, hier willkommen zu heißen. Darf ich das sagen? Bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal auch meinerseits einen schönen guten Abend und ich freue mich, Sie im Namen des Instituts für Politikwissenschaft und des Postgraduate Centers hier in diesen Räumlichkeiten der Universität Wien auch herzlich willkommen zu heißen. Die Frage, die sich auch an mich so gestellt hat, ich soll vielleicht mal kurz sagen, also im Vorfeld, warum wir uns eigentlich für das Thema Nachhaltigkeit und SDGs interessieren. Und wie wir wissen, sind die SDGs oder die Weltgemeinschaft hat sich mit den SDGs ja sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Dennoch lässt sich bislang eine ja eher verhaltene Implementierung dieser SDGs beobachten. Wenn wir daran denken, vergangene Woche ist der durchaus sehr alarmierende Bericht des Weltklimarates präsentiert worden. Und es zeigte sich, dass die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens noch eher schleppend vor sich geht. Ja, es ist ja sozusagen noch die Frage, die im Raum steht, ob überhaupt diese Ziele, die gesetzt wurden, umgesetzt werden können. In unserer Forschung am Institut für internationale Politik beobachten wir, dass das wissenschaftliche Wissen über Nachhaltigkeit und politische Nachhaltigkeitsstrategien in einzelnen Bereichen durchaus schon sehr fortschrittlich ist. Problematisch ist allerdings, dass sich eben dieses Wissen und diese Strategien ja auf einzelne Teilbereiche nur konzentrieren. Darüber hinaus stellen wir auch fest, dass Initiativen zur Green Economy, wie sie beispielsweise in den Klimavertrag festgelegt wurden, so in etwa das Modell des Emissionshandels oder auch die Etablierung von Kohlenstoffmärkten, oft an den Grenzen stößen. Und das spiegelt sich auch in den Debatten um Kreislaufwirtschaft wieder, wie wir noch heute im Laufe des heutigen Abends hören werden. Daher braucht es aus unserer Sicht ja auch Initiativen, die diese Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Bereichen verstehen und auch übergreifende und umfassende gesellschaftspolitische Transformationsstrategien entwickeln. Veränderungen können ja nur dann erfolgreich umgesetzt werden und gestaltet werden, wenn der Wandel als ein umfassendes sozial-ökologisches Transformationsprozess auch verstanden und angegangen wird. Und so erscheint es uns von großer Bedeutung zu sein, dass auch öffentliche Räume zur Verfügung gestellt werden, in denen auch ein Austausch möglich ist zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Daher ist die Kooperation der Universität Wien mit einer solch gut etablierten Reihe wie die Reihe Mut zur Nachhaltigkeit für uns eine besondere Freude, denn es ermöglicht ja uns, Fragen zur Nachhaltigkeit, die wir im Bereich
am Institut für Politikwissenschaft beispielsweise in der Forschungsgruppe zu internationale politische Ökologie, aber auch am Postgraduate Center intensiv diskutieren, noch mehr Stärke und auch Sichtbarkeit zu verleihen. Und ja, wie wir alle wissen, drängt die Zeit irgendwie zu einer Transformation und deswegen verlasse ich jetzt auch gleich mal das Mikrofon und gebe das jetzt mal weiter. Und ich freue mich irgendwie mit Ihnen als Partner irgendwie hier zu stehen. Und ich wünsche Ihnen allen anregende Diskussionen und spannende Inputs, nicht nur im Laufe dieses Abends, sondern auch im Laufe des gesamten Semesters. Dankeschön. Vielen Dank und auch von unserer Seite wirklich einen großen Dank, dass wir euch mit an Bord haben dürfen. Nun ist es ja so, dass verschiedene Themenbereiche, du hast einiges zum Beispiel jetzt erwähnt, auch der Klimawandel und Maßnahmen gegen Klimawandel, manches ist sozusagen ein bisschen sektoral betrachtet und es braucht einfach aber immer diese integrale Sicht. Und das heutige Thema ist auch so ein Thema, das eigentlich integral am besten betrachtet wird und nicht aus einem, wie dieses moderne Wort so schön heißt, Silo. Die Kreislaufwirtschaft, ist das der Schlüssel zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele? Das ist eine Frage, der wir uns heute widmen, denn es ist natürlich bestechend. Wir nutzen einfach weniger Ressourcen aus der Natur, wir machen nicht so viel Müll und wir verschmutzen nicht so viel mit sonstigen Emissionen, sondern führen das alles im Kreislauf. Ein paar Beispiele gibt es ja, die wunderbar funktioniert haben, aber leider gibt es hier Grenzen. Und die sind vielfältig, diese Grenzen, und das wird heute beleuchtet werden, aber dennoch wird es auch sehr motivierende Beispiele geben, wie denn die Kreislaufwirtschaft zur Erreichung der SDGs auch wirklich beitragen kann und auch welche Rahmenbedingungen es dazu braucht, damit das funktionieren kann. Also dafür gibt es heute gute mögliche Ansatzpunkte. Nun zum heutigen Vortragenden. Es ist Dr. Willi Haas. Er ist ein studierter Maschinenbauer und Arbeits- und Betriebswissenschaftler und hat promoviert als Dr. Phil und ist jetzt Wissenschaftler am Institut für Soziale Ökologie an der neuerdings Universität für Bodenkultur. Und seine Forschung fokussiert auf Interaktionen zwischen Gesellschaft und Natur, auf globaler, nationaler und lokaler Ebene, schaut er sich Materialströme an und macht biophysische Abschätzungen der Möglichkeiten und Grenzen einer Kreislaufwirtschaft. Das finde ich extrem spannend, das nicht nur aus einem Blickwinkel anzuschauen. Und vor allem schaust du dir auch an die Potenziale und Barrieren eines grundlegenden Umbaus der Gesellschaft. Grundlegender Umbau der Gesellschaft, das ist nicht ganz einfach. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Und ich bitte dich um deinen Vortrag. Herzlich willkommen. Danke. So, schönen guten Abend. Es heißt ja Gott sei Dank Mut zur Nachhaltigkeit. Jetzt soll man doch gar nicht mehr hertrauen. Da kann ich gerne meine Einblicke, die ich jetzt schon doch über längere Zeit gewonnen habe, hier einmal vorstellen und freue mich sehr auf die Diskussion. Es gibt da Fragezeichen, das ist mir eigentlich recht wichtig, also der Schlüssel zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Und die gute Nachricht möchte ich gerne vorwegschicken, also ich habe nicht viel zu sagen, die schlechte Nachricht ist, ich brauche dafür 40 Minuten. Und danach bin ich sehr gespannt, was Sie dazu sagen werden. Okay, ich möchte mal ganz einfach anfangen damit, dass wir in einer globalen Nachhaltigkeitskrise uns befinden. In vielen Bereichen ganz einfach weit über das hinausgehen, wo man sagen kann, das erlaubt uns einen sicheren Handlungsraum in Zukunft. Da gibt es eine ganze Menge an Bereichen, wo wir über das hinausschießen und wir werden ganz einfach früher oder später diese Folgen davon zu tragen haben. Das ist geschuldet unserem enormen Stoffwechsel, den wir in unserer Gesellschaft haben und diese kolonisierenden Eingriffe in die Natur. Und das ist sozusagen ein Schnappschuss, das ist eine Aufnahme, wo wir sehen, wir schießen darüber hinaus, und wenn man sich jetzt die Stoffwechsel im Hintergrund anschaut, wie sie die entwickeln, dann sieht man, seit 1900 sind wir auf einem ziemlichen
Erfolgskurs, was unsere Fähigkeiten angeht, immer mehr Material umzusetzen. Das ist nicht zuletzt dem geschuldet, dass wir fossile Energie haben, dass fossile Energie eine irrsinnig billige Energie ist und die uns das erlaubt, ganz einfach viel Material umzusetzen in immer kürzerer Zeit. Wenn man sich vorstellt, dass früher jemand mit der Schaufel etwas umschaufeln hat müssen und 8 Stunden dafür gebraucht hat, das kann man jetzt mit einem Bagger in einer Minute machen. Klar, dass man dann beim steigenden Bevölkerungswachstum auch sehr viel mehr Material umsetzt und das tun wir eigentlich die ganze Zeit sehr kräftig und massiv. Und wenn wir dann in die Zukunft schauen und sagen, okay, wir werden mehr auf der Welt, wir gehen davon aus, dass andere auf der Welt auch so ähnlich leben wollen wie wir, wir gehen davon aus, dass wir bis jetzt schon einen Fortschritt gehabt haben im technischen Sinn, eine höhere Effizienzsteigerung, eine laufende. Selbst wenn man das berücksichtigt, sieht man, dass man von diesen 90 Gigatonnen, da kann sich eh niemand was drunter vorstellen, das ist jedenfalls sehr viel, 90 Gigatonnen, dass sich das mehr als verdoppelt. Ja. Und das, wenn man schon vorher sieht, wir haben eigentlich schon über die Grenzen hinausgeschossen und dann wollen wir noch verdoppeln, das wird sich auf keinen Fall ausgehen. Und deswegen kommt diese wunderbare Geschichte, dass man sagt, naja, wir müssen halt nachhaltig wirtschaften, und Kreislaufwirtschaft ist eine wunderbare Antwort darauf. Und die Idee ist, wir haben eine Gesellschaft und die hat einen Metabolismus, also so wie Organismen einen Metabolismus haben und dauernd was brauchen und dann geben sie es ab, sind es auch Gesellschaften, die was brauchen und was abgeben. Und die Idee ist halt einmal zu sagen, okay, wir erzeugen Probleme, weil wir aus der Natur Sachen entnehmen, oft zu viel. Und dann gehen wir das wieder zurück und erzeugen ein zweites Mal Probleme. Und die Idee ist einmal als erstes zu unterscheiden in nicht erneuerbare Ressourcen und in erneuerbare. Und dann ist die Idee, das im Kreis zu führen. Das heißt, dass das, was man da entnimmt, weniger wird, weil man mehr im Kreis führen kann und es immer länger verwenden kann. Oder weil es erneuerbar ist und wenn es erneuerbar ist, geht man mal davon aus, dann kann das von den ökologischen Kreisläufen gut verarbeitet werden und das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und da muss man schon einmal als erstes, und das wird jetzt ein paar Mal auftauchen, einmal die Frage stellen, geht es um Zirkularität oder geht es darum, dass wir weniger der Natur entnehmen und weniger an die Natur wieder abgeben. Also das ist einmal eine Frage, die Kreislaufwirtschaft eigentlich schon ein bisschen in Richtung des Prozentsatzes sozusagen befördert und ich möchte aber eigentlich sagen, eigentlich ist die Kreislaufwirtschaft etwas, das uns helfen soll, dass wir weniger der Natur entnehmen und weniger zurücknehmen. Und das ist, werden wir dann sehen, gar nicht so einfach. So, wenn man das jetzt mit den Brillen der EU sieht, dann gibt es da schöne Bilder. Das Europäische Parlament hat einen Service, das das gemacht hat. Die haben sogar das auf einen Artikel von mir aufgebaut, das hat mich sehr gefreut. Und haben da dieses Bild gezeigt, das ist jetzt linear und die Zukunft ist dann zirkulär und so lässt sich das wunderbar in den Griff bekommen und jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Wenn man Kreislaufwirtschaft diskutieren will, muss man natürlich einmal sagen, was ist denn das überhaupt und das so definieren, dass man nachher ein Konzept hat, das sich für eine Analyse eignet. Und da möchte ich jetzt damit anfangen, dass jetzt eine sehr weitreichende Definition von Kreislaufwirtschaft die ist, wenn wir hier das sozioökonomische System haben, dass in einer Kreislaufwirtschaft nur solche Materialien existieren, die man sozioökonomisch, also innerhalb der Gesellschaft im Kreis führt. Und das sind Mineralien im Wesentlichen, also Metalle und andere Mineralien. Und dann gibt es halt eine ganze Latte an verschiedenen Möglichkeiten, wie man das so lang wie möglich in der Gesellschaft hält. Also man kann einmal teilen, man kann reparieren, man kann wiederverwenden, man kann wiederverarbeiten und man kann dann noch stofflich rezyklieren. Und dann gibt es diese zweite Art von Materialien, wo man sagt, die sind geeignet für eine ökologische Kreislaufführung, also nicht innerhalb der Gesellschaft, sondern über die Natur. Man verwendet Biomasse und diese biologischen Materialien sind nach dem Wegwerfen für die Kreisläufe der,
der Natur so verfügbar, dass sie die gut verarbeiten können und auf Basis dieser Verarbeitung können dann wieder neue Rohstoffe wachsen und das ist eine wunderbare Kreislaufführung und hier kann man auch natürlich noch, bevor man das an die Natur zurückgibt, das auch noch einmal teilen, kann man auch noch reparieren, kann man auch wiederverwenden und so weiter. Ja. Und jetzt ist aber, wenn man unser heutiges System anschaut, kann man da ein bisschen was davon erkennen, nicht viel, aber was man erkennen kann, ist, dass wir nicht zirkuläre Materialien haben. Das ist im Wesentlichen einmal die energetisch genutzte fossile Energie, die baut man ab aus Lagern, schickt sie durch die Gesellschaft durch und dann gehen sie in die Atmosphäre und damit richtet man halt das an, was wir im Klimadiskurs sehr genau schon untersuchen und kennen. Und dann wissen wir, dass diese Kreislaufführung eigentlich eine Idee ist, aber im praktischen Sinn gar nicht so funktioniert. Das heißt, es ist die Frage, wie viel wird im Kreis geführt, wie viel wird durchgeschleust durch die Gesellschaft. Und dann wissen wir, dass diese Vorstellung von Biomasse an die Natur zurückgeben, an die natürlichen Ökosysteme, dass das auch nicht unproblematisch ist, dass wir da ganz einfach so viele verschiedene Arten haben, wie wir Ökosysteme eigentlich aus dem Gleichgewicht bringen, auch mit Biomassenutzung, sei es einmal angefangen von den Düngemitteln, die wir einsetzen, vom Nitrathaushalt, der dadurch geändert wird, also diese großen geochemischen Kreisläufe durcheinander kommen, sei es, dass wir Landnutzungsänderungen machen und damit eigentlich Kohlenstoff freisetzen. Also da gibt es eine ganze Menge an Sachen, warum dieser Kreislauf gar nicht so toll funktioniert. Und wenn man jetzt sagt, okay, was wären denn die Bedingungen dafür, die man an dieses System knüpfen kann, wenn man sagt, so ist es jetzt und wir wollen in Richtung Kreislaufwirtschaft, dann muss man mal sagen, wir müssen so schnell wie möglich aus diesen nicht zirkulären Materialien, aus der fossilen Energie aussteigen. Wir müssen eine effektive Nettoreduktion von Primärrohstoffen erreichen. Also wenn wir da Materialien im Kreis führen, muss das dazu führen, dass dieser Nachschub an Primärrohstoffen reduziert wird. Und wir müssen schauen, dass die chemische Verschmutzung innerhalb der Grenzen der natürlichen Regenerierbarkeit bleibt und wir müssen Biomasse nachhaltig produzieren. Also wenn man Minimumbedingungen stellt, kann man sagen, es sind keine Netto-Carbon-Emissionen. Also das heißt Land-Use-Change, also Wechsel, Landnutzungswechsel, sollte nicht so passieren, dass man Carbon, also Wälder zum Beispiel, abholzt, die gehen in die Atmosphäre und dort dann anfängt zu wirtschaften. Also ziemlich eine intensive Herausforderung das Ganze. Es soll die Biodiversität erhalten bleiben und die Wasservorräte geschützt werden, wenn man diese Biomasse so nutzt. Jetzt mache ich einen kleinen Schritt einmal zu den SDGs, ich möchte nur zweimal da mit denen das konfrontieren. Jetzt eine beliebte Möglichkeit mit den SDGs umzugehen, ist die SDGs herzunehmen und zu sagen, wo hat das alles was mit den SDGs zu tun und dann macht man da Hackerl und dann ist die Sache erledigt. Also das ist der klassische Weg, den Regierungen sehr gern fahren. Ich möchte es ein bisschen anders machen und möchte damit anfangen, also die SDGs natürlich sind in sich selbst auch widersprüchlich. Also das ist ja kein Set, das wunderbar aufeinander abgestimmt ist. Aber ich habe einmal versucht, ein paar SDGs herzunehmen und das einmal an einer Sache durchzuspielen. Für mich ein wichtiger Punkt bei den SDGs ist ganz einfach der, dass es um die Wechselwirkungen zwischen den SDGs geht. Also die Unis haben schon einmal einen Deal gehabt, wo sie gesagt hat, jede Uni nimmt ein SDG, ja, also, und arbeitet daran. Genau so finde ich jetzt gar nicht. Ja. Also es geht ständig eigentlich um diese Wechselwirkungen. Und das ist ein Versuch, das einmal darzustellen. Ich glaube, man kann jetzt gar nichts lesen da, aber ich kann ja das dazu sagen. Also das Rechte ist der Klimaschutz und das Linke ist saubere und leistbare Energie. Also alleine einmal das, jetzt steigen wir aus der nicht zirkulären, aus der fossilen Energie aus und wollen das erreichen. Was heißt denn das? Das heißt, dass wir mehr erneuerbare Energie brauchen. Wenn wir mehr erneuerbare Energie brauchen, muss man sagen, jetzt schon ist das Leben unter Wasser und das Leben auf dem Land durch unsere Art, wie wir Biomasse nutzen, stark gefährdet. Jetzt wollen wir mehr erneuerbare Energie haben. Wenn wir mehr erneuerbare Energie brauchen, brauchen wir womöglich mehr Fläche. Das heißt, wir
tun eigentlich den Klimaschutz damit unterwandern, wenn wir mehr Wald roden. Ob es dann noch leistbar ist, die Energie, ist die Frage. Wenn wir normale Marktbedingungen haben, heißt höhere Nachfrage immer eine Steigerung des Preises. Ja? Wie soll das dann leistbar sein? Und zudem gibt es dann mehr Flächenkonkurrenz und die Frage, ob man dann mit Hunger, weniger Hunger und gleichzeitig mehr erneuerbare Energie, ob sie das ausgeht. Jetzt ist eigentlich, wenn man sich das Bild anschaut, wäre eigentlich der einzige Weg, dass man sagt, okay, eigentlich müssen wir in dem Bereich ganz einfach deutlich weniger Materialien umsetzen, ja? Damit wir weniger Energie brauchen, weil auch wenn wir alles im Kreis führen, Energie werden wir brauchen dafür. Das, also thermodynamisch geht das nicht, ja? Dass man Materialien in irgendeiner Form umsetzt, ob man es im Kreis führt oder abbaut ohne Energie. Das heißt, man braucht Energie. Das heißt, eine Möglichkeit wäre da drastisch runterzugehen. Jetzt gibt es aber ein anderes SDG, das heißt weniger Ungleichheit. Das heißt, eigentlich sollte man vielen Leuten auf der Welt die Möglichkeit geben, dass sie viel mehr Material verbrauchen, als heute von ihnen verbraucht wird. Also das kann nur gehen, wenn wir weniger Material verbrauchen, selbst wenn wir die Sachen im Kreis führen. Also das ist einmal nur so eine Zwischenbemerkung, aber ich möchte auf diese Spannung hinweisen. Wenn wir aus der fossilen Energie aussteigen, brauchen wir mehr Energie. Das ist eigentlich nicht in Einklang zu bringen mit den SDGs. Das heißt, eigentlich müssen wir in diese Richtung gehen, dass wir weniger Material umsetzen. Und jetzt mit der Vorgeschichte möchte ich mal ein paar Zahlen anschauen und ich hoffe, ich mühle Sie zu jetzt mit Zahlen, weil dann kann ich Ihnen alles erzählen. Aber vielleicht können wir dann auch gut drüber diskutieren. So, also das ist noch einmal die Schlussfolgerung. Einerseits brauchen wir diese drastische Reduktion des Energie- und damit auch des Materialverbrauchs und andererseits müssen wir in diese Richtung einer nachhaltigen Biomasseproduktion gehen. Also soweit ja alles sehr gute Zielsetzungen, aber ist es überhaupt realistisch oder wo stehen wir da? Wir haben da so ein Schema entwickelt, wo wir genau schauen, was entnehmen wir der Natur. Und wenn wir das für ein soziales System machen, das nicht die Welt ist, dann geht es auch darum, was wird importiert, was wird davon energetisch verwendet, was materiell verwendet, was fließt durch, was geht auf Bestände und was geben wir wieder zurück an die Natur. Das ist so ein Grundschema und mit dem haben wir gearbeitet und viele Daten lang erhoben, strukturiert, um das da hineinzubringen. Das geht einerseits nach dem Massenerhaltungssatz, das heißt, alles, was wir wissen, was da entnommen wird, muss irgendwo landen. Also es kann die Masse nicht verschwinden. Und wir schauen dann immer drauf, einerseits auf diese Prozent, wie viele Sekundärrohstoffe von dem, was wir insgesamt in der Gesellschaft verarbeiten für unsere Reproduktion, kommt aus Sekundärrohstoffen und wie viel der Rest ist dann immer Primärrohstoffe und wie viele Tonnen Materialbedarf pro Kopf haben wir, das machen wir pro Kopf, damit man es auch vergleichen kann über verschiedene Skalenebenen und verschiedene Nationen. Und das kann man Sie fragen, einerseits auf der Input-Seite und andererseits auf der Output-Seite. Also Input-Seite ist, was brauchen wir und wie viel davon ist Sekundärrohstoff und Output-Seite ist, was ist jetzt an Material da, das wir eigentlich an die Natur abgeben und wie viel davon können wir aber wieder verwerten. Das ist sozusagen der zweite Prozentsatz. Ja, schauen wir uns einmal auf der globalen Ebene an. Das Globale hat den Vorteil, dass es da keine Importe und keine Exporte gibt, weil das ist, größer geht es nicht auf der Welt. Ja. Und da haben wir einmal so ein Bild von 1900, wo wir sehen, wir haben 7,3 Gigatonnen da der Natur entnommen und geben da diese 5 Gigatonnen grob an die Natur zurück. Die kleine Differenz ist einerseits das, was an Wasserverdunstung passiert währenddessen und das andere ist, was wir verwendet haben, um unsere gesellschaftlichen Bestände aufzubauen. Also diese herrlichen alten Gebäude, die schon alle vor 1900 gebaut worden sind, die sind da genau drinnen in diesen 36 Gigatonnen Stocks weltweit.
Und wenn man dann aber schaut, was wir 2015 haben, dann sieht man, dass der Materialverbrauch sich ordentlich erhöht hat. Wir sind da schon fast bei 90 Gigatonnen und was wir auch sehen ist, dass die gesellschaftlichen Bestände auf 960 Gigatonnen sind. Und Bestände kann man verschieden lesen. Das ist jetzt nicht nur das Material herumsteht. Dieses Material ist auf der einen Seite etwas, was in Zukunft Energie braucht. Das heißt, es zementiert uns in gewisser Weise ein, was unseren zukünftigen Materialverbrauch angeht. Und natürlich sind es auch Sachen, die mit internen gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhältnissen zu tun haben. Also wenn da eine Kirche steht, ist ja das nicht nur Tonnen Material, sondern dann steht da auch etwas dahinter. Wer wann, wie viele Leute mobilisieren hat können, um wie viele Jahre daran zu arbeiten, dass dieses Material da in dieser Form dann sich manifestiert. Okay, also das ist einmal so ein grobes Bild, wie sich das verändert hat. Und jetzt muss man sagen, damals wurden 4% der Materialien im Kreis geführt. Das ist diese dünne Linie, die sieht man kaum. Und das ist so wenig, weil so viel primäre Biomasse da drinnen ist. Also wir haben um 1900 haben wir eigentlich die ganze Zeit dafür gearbeitet, dass wir uns ernähren. Ja? Und die Viecher, die uns helfen dabei. Ja? Und dann hat es eine kleine Elite gegeben, die Städte sind damals schon ziemlich gewachsen, ja, aber trotzdem eine kleine Elite nur gegeben, die nicht in der Landwirtschaft tätig war und die ist dann ernährt worden damit. Und alles, was Biomasse ist, das isst man und kommt dann auch wieder raus. Also das heißt, das ist wirklich Durchfluss. Ja. Und von dem, was nicht Durchfluss ist, kann man nur rezyklieren. Vom anderen geht es ja nicht. Ja. Und jetzt sehen wir aber, ja, und dann das Zweite, was damals noch sehr stark war, also ich habe da Vogelscheuchen hingeschrieben, das war so ein schönes, eindrückliches Beispiel, wenn man sich durch die Literatur, durch die historische Literatur durchliest, wie früher mit Materialien umgegangen ist, dann gibt es diese Geschichte, wo eben das Gewand, das man nimmer mehr braucht und das jetzt schon dreimal weitergegeben wurde und dann ist noch ein Kind, das das gehabt hat und dann geht es wirklich nicht mehr und dann hat man eine Vogelscheuche und dann hängt man es noch auf die Vogelscheuche. Ja? Also das ist... Da ist nicht nur das Recycling, sondern das ewig lange Nutzen von Materialien, weil die so wertvoll sind. Weil Energie ein Engpass ist, das ist bevor fossile Energie aufgetaucht ist, Energie ist ein Engpass, deswegen muss man alles Material so gut und so lang wie möglich nutzen. Ja? Und das sieht man da drinnen eigentlich nicht gut, weil das Material lang genutzt wurde und dadurch hat man aber weniger Primärmaterialien gebraucht. Das ist natürlich jetzt in 2015 schon anders. Also vorher war diese Handyfrage, ich würde es ja nicht so auf die individuelle Ebene stellen, sondern es ist eine gesellschaftliche Ebene. Aber dieser Umsatz von Handys ist schon klar, das ist was anderes als eine Vogelscheuche. Ja? Das ist ganz eindeutig. Ja? Und jetzt tun wir 6% rezyklieren. Kein Wunder, unser Anteil an Materialien, den wir, der nicht fürs Essen ist, ist so viel größer geworden. Und von den Outputs 11%. Aber das schauen wir uns dann noch viel genauer an. Die Biomasse ist zurückgegangen auf 24% und auf 39%. Also da sieht man auch, die spielt weniger Rolle. Und wenn wir uns anschauen, langfristig, wie sich unser Metabolismus entwickelt, ist eigentlich die Biomasse bis vor kurzem, ist jetzt unklar, wie das weitergeht, dadurch, dass das auch für Energie verwendet wird, aber bis vor kurzem sehr stark mit der Bevölkerung gewachsen. Also ganz eindeutig gekoppelt, währenddessen alle anderen Materialflüsse ganz stark mit dem Wirtschaftswachstum gekoppelt sind. Ja. Und wenn wir aber jetzt die Biomasse auch integrieren in die technische Energie und sagen, wir verwenden es dafür, dann ist anzunehmen, dass zumindest ein Teil dieser Biomasse auch mit dem Wirtschaftswachstum mitwächst, ja. Was ja, eher größere Probleme aufwirft. Was getan? Entweder ist der Computer einer, der das nicht hören mag. Ah nein, der braucht ein Update in einer Stunde. Sagen wir in einer Stunde. Jetzt ist es soweit, ja. Okay. Gott sei Dank bin ich nicht das, der das Update braucht, weil das wäre dann blöd, weil da würde ich nochmal von vorn anfangen. Okay. Ja, wir haben jetzt 12 Tonnen pro Person und 7 Tonnen. Also 12 Tonnen, die wir der Natur entnehmen pro Kopf
und 7 Tonnen, die wir eben zurückgeben an die Natur. Und jetzt schauen wir uns das für Europa an. Jetzt mache ich das ein bisschen schneller. Das ist jetzt so ein Flussdiagramm für Europa. Und wir sehen, wir haben da 10% Recyclingraten auf der Inputseite und 15% auf der Outputseite. Also eigentlich wunderbar viel mehr. Aber wir haben 13 Tonnen und 8 Tonnen. Das schauen wir uns dann nachher nochmal genau an. Auf das Bild werde ich jetzt nicht so genau eingehen, weil sonst kriege ich das nächste Update. Und da haben wir das gemacht für die verschiedenen Materialkategorien einzeln. Da sieht man, wie groß der Anteil hier ist an Baumaterialien im Grunde genommen, weil wir so enorm viele gesellschaftliche Bestände aufbauen. Das Problem ist auch, dass wir viel aufbauen, aber wenig aus dem rausfließt. Ja? Also deswegen kann man auf der Output-Seite gar nicht so viel recyceln, weil man hinten noch eigentlich gar nicht so viel hat, wie man vorne eigentlich reinstopft in das System. Die fossile Energie sieht man, dass das eigentlich nur in Emissionen übergeht und ein bisschen in Asche und Materialien. Und man sieht bei der Biomasse eben, dass auch sehr viel energetisch genutzt ist, aber auch ein kleinerer Teil schon als Material. Das ist vom Papier bis zum Holz, diese Sachen, die wir gesellschaftlich verwenden. Und die Metalle ist ein anderer Maßstab, das fällt aus dem Rahmen, weil sonst würde man die gar nicht sehen. Und da sieht man auch interessanterweise halt, dass es ja nicht nur um das reine Metall geht, sondern da gibt es Erze, Abfälle, wenn man aus Erzen Metall gewinnt. Und das ist nicht wenig. Also man sieht, 0,02 Gigatonnen ist das Metall und 0,17 sind die Extractive Wastes, wie es heißt, also der andere auch. Und da wir so viel importieren, ist das eh nicht ein Problem von Europa, das passiert eh woanders. Ja? Also, aber da sieht man, der Kreislaufwirtschaft könnte einem solche Flüsse schon ersparen. Das wäre ein großer Vorteil, gerade bei den Metallen. Aber wenn wir es jetzt nochmal in Österreich anschauen, kriegen wir ganz ein ähnliches Bild. Da haben wir 23 Tonnen, die wir der Natur entnehmen und 11 Tonnen, die wir zurückgeben. Wir sehen 9% und 17%, also klingt ja auch nicht schlecht. Und jetzt möchte ich ein paar so Herausforderungen im Detail. Das sind jetzt wirklich so einzelne Beispiele, die ich da herausgreifen möchte und diskutieren möchte, wo ich aber schon noch einmal den Bogen zu dem anderen herstellen möchte. Also nehmen wir mal das Werbematerial hier als Beispiel. Das landet zum großen Anteil im Altpapier. Könnte man sagen, das ist eine sehr gute Zirkularität, wenngleich oft das Downcycling ist, also das heißt, das Werbematerial wird nicht wieder Werbematerial, sondern was anderes. Aber man weiß auch, dass das Papier in der Produktion, auch wenn es Recyclingmaterial ist, 0,4 bis 1,8 Kilogramm CO2 Ausstoß hat pro Kilogramm Papier. Das heißt, das muss man mitdenken. Deswegen ist es so wichtig, dass man Zirkularität auf der Ebene versteht, was entnimmt die Gesellschaft insgesamt der Natur und was gibt sie insgesamt zurück. Man könnte genauso da eine Geschichte machen, wo man sagt, Recyclingrate 80%, wunderbar. Ja. Aber man muss diese Flüsse unbedingt mitrechnen und diese fossile Energie, die da eben im Hintergrund notwendig ist für diese Kreislaufführung, die beschränkt unsere Zirkularität, weil die heißt, wir brauchen energetisch einen Durchsatz, der nicht rezyklierbar ist. Und eigentlich wäre sowas wie Vermeidung, das hätte ich vorher klicken sollen. Entschuldigung, also. Und die Vermeidung wäre viel mehr im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Also dieses bitte kein unadressiertes wäre eigentlich mehr Kreislaufwirtschaft. Also das ist so eine Gefahr, dass wir in eine Scheinkreislaufwirtschaft einsteigen, obwohl eigentlich der große Vorteil darin liege, dass wir da den Materialumsatz reduzieren. Es gibt da so, vorher ist es schon angeklungen, gleichzeitig Vielversprechendes und Gegenläufiges. Also ich bin recht viel in diesen Kreislaufwirtschafts-Communities, ich war sehr oft in Brüssel auch eingeladen bei so Stakeholder-Workshops und da gibt es tolle Beispiele. Also da gibt es diese Wiederverarbeitung von Autoteilen, das ist glaube ich Renault, dann gibt es Haushaltsgeräte, wo es Recyclingziele gibt. Das ist in Japan oder dann gibt es in England einen Hafen, der abgebaut wurde und woanders wurde aus dem Hafen ein neuer Hafen. Also wenn man diese Beispiele hört, dann denkt man sich, eigentlich ist alles Kreislaufwirtschaft. Ja?
Gleichzeitig sieht man aber, die Autos werden größer, sie werden womöglich auch mehr. Ja? Und da stellt sich die Frage, ja, wie kann man in diesem Durcheinander an verschiedenen Aktivitäten überhaupt erkennen, ob das besser wird oder nicht. Und da sagen wir, das braucht eben so eine Systemperspektive, wie wir sie vorher präsentiert haben, wo man auf das gesamte Große schaut. Wenn man sich Recycling von Metallen anschaut, wo ja das Recycling wirklich wunderbar funktioniert, dann muss man sagen, dass die Produktion hat sich so stark gewandelt in den letzten 30, 40 Jahren. Das sind modernste Technologien, das ist teilweise im staubfreien Raum und Legierungen kommen davor, Compounds, Nanotechnologien, Mikroelektronik. Und nachdem man jahrtausende lang eigentlich nur eine Handvoll von Metallen verwendet hat, gibt es jetzt kaum mehr ein Metall oder Metalloxid aus dem Periodensystem, das man nicht nutzen. Ja? Das heißt, das ist, und da sieht man auch, welche Metalle wie stark rezykliert werden. Und da gibt es eben 34 Metalle, wo wir weniger als 1% Recyclingrate haben. Und dafür gibt es 18 Metalle, wo wir größer 50%. Also man sieht, das ist ziemlich komplex geworden und man muss dazu sagen, das Recycling ist eigentlich noch so, wie es vor 50 Jahren war. Das ist Schreddern, Hämmern, Brechen, Filtern, Magnetabscheidung. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn die Produktion so große Fortschritte macht und so auf kleinsten Raum ganz viele Materialien kombiniert und da gibt es so ein Leakage-Phänomen, dass das eine Metall in das andere dann hinein diffundiert, ja, dann kann man natürlich mit Hämmern, glaube ich, offensichtlich nicht viel erreichen. Also das heißt, da stoßen wir an Grenzen und diese neuen Produktionstechnologien erschweren noch nicht heute das Recycling, aber vielleicht in 30 Jahren oder in 10 Jahren, wenn sie die Sachen schneller umsetzen, das ist eine andere Herausforderung. Und dann, die ich vorher schon angedeutet habe, dieses Anwachsen der Bestände. Also das ist jetzt eine Kurve das ist leider, das eine ist Europa und das andere ist die Welt, aber trotzdem, das ist der Anstieg, wie unsere gesellschaftlichen Bestände wachsen. Man sieht es, von ganz klein sind wir jetzt schon fast bei 1000 Gigatonnen, ein enormer Anstieg, das ist in dem ganzen Materialsystem der schnellste Anstieg, der da passiert. Und es ist vollkommen klar, dass wenn wir so viel verbauen, können wir hinten noch gar nicht so viel abreißen, dass wir genug Material haben, um das vorne einzusetzen. Das Recycling ist, selbst wenn es technisch möglich ist, wir haben einen Mangel an Sekundärrohstoffen. Das heißt, eigentlich brauchen wir sowas wie einen stationäreren Zustand in unseren gesellschaftlichen Beständen, weil sonst ist Kreislaufwirtschaft eigentlich etwas, wo wir hinterherlaufen und noch dazu dann genau mit dem Problem, dass wir dann heute Sachen abreißen, die vor 50 Jahren verbaut worden sind. In manchen Bereichen ist es gut, weil da ist es wirklich nur Baustahl ist Baustahl, ja? Aber in anderen Bereichen, Asbest oder sowas, das kann man zwar abreißen, aber mit dem wird man nicht viel machen. Ja? Also wir erleben eigentlich dann beim Rezyklieren unsere ganzen Sünden der Vergangenheit, wo man noch nicht genau gewusst hat, was das eigentlich für Folgen haben könnte, erleben wir dann noch einmal. Und das führt auch zu enormen Beschränkungen. Und hier ist so ein Beispiel, wo in der Schweiz, also die Schweiz ist ja sicher vorbildlich, wird ja niemand in Abrede stellen, was Umweltschutz angeht, und da ist in der Schweiz eine Untersuchung gemacht worden, wo sie geschaut haben, was sind die offiziellen Recyclingraten, und wenn man das dann ganz genau im Detail verfolgt, was sind die echten Recyclingraten, und da sieht man, dass dieser dunkelgrüne und der grüne Balken, könnte man sagen, ist Kreislaufführung, wobei der eine Teil im Land passiert, der andere exportiert wird, und die anderen Bereiche sind offene Kreisläufe, das heißt, es wird nicht aus dem Material wieder das Produkt, das es vorher war, sondern etwas Schlechteres und dann geht es nicht mehr. Oder es ist nicht rezyklierbar oder die getrennte Sammlung ist gar nicht möglich. Das heißt, wir sehen in vielen Bereichen, dass die untersuchten Recyclingraten viel geringer sind als die offiziellen und die ganzen Schaubilder, die ich gezeigt habe, haben sie nur die offiziellen Recyclingraten hergenommen, weil es die Informationen da bis auf eine ganz spezielle Untersuchung gar nicht so breit gibt. Und jetzt möchte ich schon so zu diesem Punkt kommen. Jetzt haben wir diese Output-Recycling-Rate global uns angeschaut, EU28 und Österreich.
Und da sieht man, die Output-Recycling-Rate wird in diesen Ländern, also global ist sie bei 11%, EU28 bei 15% und Österreich bei 17%, glaube ich, war das. Also wunderbar, ja. Die Recycling, was soll man da noch sagen dazu? Wenn man sich die Input-Recycling-Raten anschaut, sehen wir schon, das ist ein bisschen schwieriger und da fallen eben als Unterschied auf, dass wir so viele Bestände aufbauen. Und da liegen wir halt in dieser Größenordnung. Aber wenn wir uns jetzt die absoluten Mengen anschauen, dann muss man sagen, Österreich hat viel mehr Output als global und hat auch eine höhere Recyclingrate. Also genau da sieht man, dass eigentlich die Recyclingrate zwar vielleicht abgeschwächt hat, dass wir nicht noch mehr zurückgeben an die Natur, aber den Punkt, dass wir unsere Stoffströme insgesamt reduzieren, die man die Natur zurückgeben, hat das Recycling da nicht geschafft. Ja? Also das heißt, ist eigentlich die Idee von Kreislaufwirtschaft, so sehe ich das zumindest, dass wir weniger der Natur entnehmen und weniger an die Natur zurückgeben, das ist da nicht sichtbar. Also die Output-Seite passt da nicht und auf der Input-Seite ist es genauso. Also da muss man auch sagen, das hat nicht funktioniert und das sind empirische Zahlen, das heißt, da ist unser ganzes Wirtschaftssystem, wie es halt so funktioniert, abgebildet. Ja? Und da ist abgebildet, dass wir von Recycling reden, aber gleichzeitig unsere Materialflüsse, die wir der Natur entnehmen und zurückgeben, steigen. Und deswegen braucht es einerseits eine systemische Perspektive und da muss ich sagen, da ist auch was Tolles passiert. Die Kommission hat einmal einen Artikel von mir gelesen und hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, ob der umstritten ist und wenn nicht, dann würden sie gern ihr Monitoring-System auf diesen Prinzipien aufbauen. Und jetzt gibt es seit Jänner eine Kommunikation, das ist das höchste sozusagen Schriftstück auf der EU-Ebene, das durchs Parlament gegangen ist, das auf diesen Grundgedanken fußt, dass wir alle Flüsse in der EU anschauen und aufgrund von dem die Recyclingraten feststellen. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin schon gespannt, wann Sie da drauf kommen, dass das irgendwie gar nicht so günstig ist für das, dass man das der Industrie gegenüber gut verkaufen kann. Und das heißt, wir brauchen irgendwie Systeme, wo wir drauf kommen, welche Aktivitäten sind verkaufsfördernd. Und was reduziert effektiv unseren Ressourcenumsatz? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, um den es da geht. Wir brauchen Produkte, die lange Lebensdauern haben. Das ist natürlich jetzt, wenn man im wirtschaftlichen Interesse redet, ist das genau das Verkehrte. Ja? Wenn wir ein langfristiges Ökodesign haben, nicht ein Ökodesign, das so im Jahresrhythmus sich ändert, dass man zwar ein tolles Design hat, aber man braucht immer ein neues Produkt. Ja? Also, oder Update vielleicht. Ja? Und deswegen braucht es eigentlich entschiedenere Instrumente und da ist ein Instrument, ist vielleicht nur ein Beispiel, aber kein schlechtes, eine sozialökologische Steuerreform, wo man Arbeit steuerlich entlastet und Material und Energie belastet, damit bei allen Aktivitäten, die immer wieder getätigt werden, ob das in der Wirtschaft oder im Haushalt ist, genau diese Verschiebung möglich ist, dass man sagt, man repariert was eher oder man gibt es weiter, als dass man auf neue Produkte zurückgreift. Und ja, das wäre irgendwie ein sehr wichtiger Aspekt und ich hoffe, dass ich jetzt Folgendes, das ist diese eine Botschaft eigentlich, die ich jetzt ein bisschen lang ausgeführt habe, wir brauchen, wenn man die SDGs und die Kreislaufwirtschaft hernimmt, wir brauchen eine drastische Reduktion der Energie und damit des Materialverbrauchs, wir brauchen eine nachhaltige Biomasseproduktion und das heißt, eine schwache Kreislaufführung prolongiert unsere Probleme und wir brauchen eigentlich sowas wie eine starke Kreislaufführung und das heißt wirklich, wie ist das vorher in dem Zitat gestanden, einen fundamentalen Umbau unserer Gesellschaft. Also genau zu dem Schluss komme ich wieder. Eigentlich ist es notwendig, unsere Wirtschaftsweise, unsere politischen Entscheidungsmechanismen, alle, wenn man in diese Richtung gehen will, wirklich zu überdenken und anders zu gestalten. Aber ich glaube, das wäre ein anderer Vortrag. Und ich hoffe, dass dieser lange und holprige Weg mit Schlaglöchern
dass der nicht nur Weitblick braucht, sondern auch Mut zur Nachhaltigkeit und dass er nicht die Schlaglöcher und die Holprigkeit, und ich sage Dankeschön.